Und dann die letzte Eigenschaft. Wir könnten über jede Eigenschaft sehr lange sprechen, aber es geht uns darum, wirklich heute dieses Gesellschaftskonzept, dieses Hadiths aufzuzeigen. Das letzte ist die Grundlage für alles. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Eine Person, die Allah zurückgezogen, alleine erwähnt und dann anfängt und gedenkt und dann anfängt zu weinen. Diese enge und innige Beziehung zu deinem Schöpfer. Diese inbrünstige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass ich immer wieder an meiner Beziehung zu Allah festhalte und sie intensiviere durch mein Gebet, durch meinen Dhikr, durch meine Koran-Rezitation, durch mein Nachdenken über mich selbst, über meine Sünden. Das ist die Grundlage für alles. Umso stärker meine Beziehung zu Allah ausgeprägt ist, desto leichter wird es mir fallen, all diese anderen Eigenschaften, über die in diesem Hadith gesprochen wird, auch in meinem Leben umzusetzen. Weil ich immer weiß, Allah Ta'ala, er sieht mich. Ich habe Ehrfurcht gegenüber Allah. Ich empfinde Liebe gegenüber Allah. Ich verspüre die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala mir gegenüber. Aber ich weiß auch, dass Allah ta'ala mich sieht und mich beobachtet. Ich schäme mich vor Allah. Ich schäme mich, weil ich an eine Sünde denke, welche ich begangen habe, wo zwar kein Mensch anwesend gewesen war, aber Allah ta'ala mich gesehen hat. Aber ich in diesem Moment ein Jahil war. Ein Torch, ein Unwissender. Und deswegen, was sagt Allah ta'ala? إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة عفوا نانا. Doch, doch, صح. إنما التوبة على سورة النساء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم يتوبون من قريب. Genau. Die Taube gilt nur wem, welche das Schlechte, die Sünde begangen haben mit Jahala. Was sagen die Gelehrten über Jahala? Damit ist nicht gemeint, sie wussten nicht, dass es eine Sünde ist, sondern damit ist gemeint, in diesem Moment sind sie sich nicht bewusst gewesen, dass Allah Ta'ala sie wirklich sieht. Weil wenn du eine Kamera hättest, wo du weißt, dass die Leute dich beobachten, würdest du das niemals tun. Das heißt, in diesem Moment hat dir dieses Bewusstsein gefehlt, dass Allah Ta'ala, dass die Engel an deiner Seite, dass die Erde, dass deine eigenen Gliedmaßen dich beobachten, während du diese Sünde begehst. Und du schämst dich. Du schämst dich. Und deswegen fängst du an zu weinen. Ja, das ist diese Grundlage. Und du machst Taube. Und du machst Istighfar. Und versuchst, diese schlechte Tat wieder gut zu machen. Und du bedauerst es. Das ist deine Beziehung. Und das ist die Grundlage von allem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Eigenschaften geben, dass wir seine Grenzen einhalten und dass wir uns für das Gute einsetzen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Dass wir eine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Möge Allah ta'ala uns zu den Gerechten gehören lassen und möge Allah ta'ala uns zu den Jugendlichen gehören lassen, welche in seinem Gehorsam aufwachsen. Möge Allah ta'ala unsere Herzen an seine Häuser binden und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Liebe in ihm und für ihn schenken gegenüber unseren Geschwistern. Amin, ya Rabbil Alamin. Das waren einige Gedanken gewesen zu diesem Hadith. Nochmal eine Erinnerung, eine Auffrischung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Weg gehen lassen, ya Rabbil Alamin, uns am jüngsten Tag in seinem Schatten stehen lassen. Amin.